selten. Ne, Tora, bau einen Leuchtturm. Ich glaube, davon hat er erstmal genug. Warum? Er hat doch nur 6 Stunden gebraucht dafür. Mitten in der Nacht. Der 6 Stunden Leuchtturm, der meiner Meinung nach immer noch aussieht wie ein Pillemann. Super gut. So, und ich wollte noch einen Abgang in den Keller bauen. Wo machen wir das denn? Irgendwo in der Ecke, ne? Oder sollen wir den hier hinten machen? Genau in der Mitte? Daniel ist AFK. Daniel ist immer noch AFK. Wie, Daniel ist AFK? Muss ich ja sofort aufnehmen. Er steht hier rum. Komm schnell rüber. Dann muss ich ja sofort aufnehmen. Ah, da ist er wieder. Wie, Dammt. Das musst du sofort aufnehmen? Junge, ich... Glaub mal. Lass dich nicht bewegen. Jetzt hast du verkackt. Jetzt kannst du gleich dein Holz wieder zusammenkratzen da für die Hütte. Sieht man in der Aufnahme später. Sag mal was, wo soll ich denn hier einen Abgang bauen hier? Soll ich den hier so in die Mitte setzen oder soll ich den eher hier so in so eine Ecke? Noch Fragen? Ich glaube, das würde gut brennen. Nee, doch. Bannet bei Admin. Du Biesnelke! Entbann mich wieder, du Nulli. Ach, jetzt habe ich einen Communication Error, jetzt kann ich doch die Aufnahme abbrechen. Ey, Mike! Da krieg ich Pickel! Achso, und in die Ecke. Ja, ich mach hat in einer die Ecke. Geschrieben. In die Ecke. Geh in die Ecke. Geh in die Schäm-Ecke. Schäm dich. Schäm dich. Was? Du willst ein Schäm dich? Schäm dich. Kennst du ein Schäm dich? Ein Stück Butter mit dem Stiel und in Zucker getaucht. Tötet ein es. Schäm dich. Tötet es, bevor es Eier legt. Lecker. Ja, jetzt muss ich erstmal. Nee, ich brauch erstmal. Ja, nee. Doch. Ich brauch Sticks. Leitern. Oder haben wir noch Leitern? Niklas, willst du mir mit dem Boden hier mal helfen? Ich möchte ungern jetzt. Nein. Danke. Ich hab ja so wenig Sticks, ne? Machen wir jetzt mal ein paar. Zack. Ja, also, von euch hat niemand was vor, dann machen wir bis 21, ne? Bau doch die Treppe. Verdammt, wie macht man nochmal Treppen? Leitern. Haben wir uns nicht schon drauf geeinigt, wenn die lieb sind hier im Chat? Seid ihr lieb? Nee, Treppen, dafür ist zu wenig Platz, glaube ich. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt Livestream gucken. Was? Wer hat Durchfall? Livestream. Was? Das ist das Wort des Jahres. Livestream. Durchfall. Ja, Durchfall ist dein Wort des Tages. Nee, das ist mein Dauerwort, weil das ist immer der Dauerzustand, den ich habe. Neben Blau. Durchfall. Durchfall, Mann. Beschwert euch mal lieber, dass die Kathi so wenig redet. Ja, die sagt ich ja lass euch da reden. Die hat nämlich so eine coole Stimme und die spricht viel zu wenig. Wir brauchen einfach ein Gesprächsthema. Genau. Über was wir uns auskotzen können. Aber brauchen wir erstmal. Ich hab mich auf jeden Fall in so ein lustiges Loch gebuddelt jetzt hier. So, pam. Wie pam, seid pam. Ihr auf YouTube gekommen? Also, ich bin damals auf YouTube gekommen, weil ich mein Video scheiße fand. Und das ja, war. So ging's mir auch. Das war ungefähr. Und das war ungefähr 2006. Mein Video ist immer noch scheiße, also es hat sich und dann ja nichts kam, dran geändert. Vorher kam aber noch Clipfish. Clipfish, dann nee, mein Video. Clipfish kam nach YouTube. Ja, ist aber auch nicht wirklich der Burner. Ist aber auch wurscht. Und dann kommt wahrscheinlich ist jetzt wahrscheinlich noch interessant, wie wir angefangen haben, Let's Plays zu spielen. Jo. Ja, das ist ja auf meinem Dreck gewachsen. Ja, also ich persönlich war ja eigentlich nie so der Freund, jetzt groß von Let's Plays selber spielen. Also geguckt habe ich wohl schon. Dann habe ich noch ganz am Anfang, wo Gronkh, also ich habe damals die allererste Folge von Gronkh, habe ich damals gesehen, wie er sie live hochgeladen hat. Da war die gerade einen Tag frisch online. Und ab da habe ich dann so, ich bin ein Kellerkind. Und ab da habe ich dann halt YouTube Let's Plays geguckt. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen weiter ausholen, meinst du nicht? Also ich habe ja Mike hier getroffen. Wann war denn das? Das war irgendwann im Februar, ne? Da habe ich mich auf seinem Minecraft-Server als Administrator beworben. Ja. Und dann fing die Kacke eigentlich an, ne? Dann habe ich ihn gefragt, komm, willst du ein bisschen mitspielen?
Hat er gemeint, ja, kann ich machen. Und dann kam die Sache ins Rollen. Ja, und jetzt spiele ich teilweise auch schon eigene Spiele alleine jetzt. Bei uns. Genau. Er ist ja schon groß. Er ist ja schon groß, genau. Er muss nicht mehr in die, Windel kacken. Ja, oh. Ja, Windel ablegen. Ja, irgendwie ist halt hier voll der Kauderwelsch gewesen, wie wir das jetzt erzählt haben. Ich glaube, wir gehen besser pennen, bevor jetzt wieder ein Creeper kommt. Also ich bin unten im Keller. Ja, das ist ja nichts Neues. Mann, ihr seid doch doof. Warum? Du gibst doch dauernd Steilvorlagen, Mann. Ich weiß nicht, wohin mit den Leitern. Ich bin verzweifelt. Ich brauche Fackeln. Hat jemand Fackeln? Ach, Holz. Ja, ich habe Fackeln, weil Niklas mir irgendwie eine ganze Batterie davon zugeworfen hat. Kannst du mir mal geben hier? Kann ich wohl. Und dann können wir uns doch gleich aufs Ohr legen hier. Sonst, Komm her, nimmst du da her. Ja. Was haltet ihr von Alienware-PCs? Voll synchron gelesen. Alienware-PCs? Finde ich persönlich... Ich finde es nur Geldmacherei. Ja. Ich habe keinen, deswegen ich kann das nicht beurteilen. Ich finde es schwachsinnig. Ich finde es nur überteuert und Geldmacherei. Weil alles, was da drin ist, mit dem tollen Aussehen drumherum, kannst du dir auch selbst bauen. Ich soll mal einen Daniel Brainlag machen. Mach ich gleich. Mach mal einen Brainlag. Okay. Ja. Ich mache jetzt gleich. Ja, du musst das ja machen, weil du nimmst ja auf. Ja, ich mache. Oder du machst halt den. Nee, ich nehme nicht wirklich auf. Ja, liegen jetzt eigentlich mal alle hier im Bett? Nein. Nee, wir warten noch auf Kathi. Ja, die Frau kommt natürlich als letztes, ne? Ja, die hing mal am Telefon, ne? Die hing mal am Telefon. Ich hasse telefonieren, also von daher. Ja, das ist gut. Das hätte ich auch jetzt gesagt. Bin lieber im TS. Naja. So, also. Genau. Also ich mache jetzt mal hier so ein Daniel 10 Sekunden. Leck. Mit Zeit lernst du, wie schön es ist zu brennen, ne? Und wie warm es doch ist und wie mollig. Wie toll die Flammen sich um deine Glatze herum anschmiegen. So, okay. Hauptsache, du hast schon wieder kein Skin, ne? Ich meine, jetzt wahrscheinlich auch besser, aber dann sieht man. Voll für nur so, Platz. Jetzt geh ich erstmal meinen Keller weiterbauen. Mein Haus ist gleich fertig. Meins nicht, meins dauert noch eine Weile. Ja, meins, eine ja, große gut, mein Weile. Haus ist jetzt. Also, ob mein Haus jetzt fertig ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber ich fange zumindest mit dem Keller jetzt an. Ich bin am zweiten Geschoss jetzt. Zweiten Geschoss? Nee, am ersten Geschoss, am ersten Obergeschoss. Vor allem, jetzt hab ich mir gar nicht gemerkt, wie groß ich das Haus überhaupt gebaut habe. Warte mal, dann habe ich 1, 2, 3. Warum baust du jetzt noch so ein Ding oder was? 6. Ja, doch. Ah, ich bin schon am Ende. Dann heißt, ich muss jetzt hier noch einen wegnehmen. Am Ende bist du, das haben wir ja schon mal geklärt. Dann habe ich den Keller komplett unterm Häuseli. Ja, und du sollst einen Creeper in den Keller lassen, wird gerade geschrieben. Damit er für mich schneller buddelt, oder wie? Nein, damit er dein Haus zersprengt. Das ist eine Kosten-Nutzen-Maximierung. Hat jemand noch eine Spitzhacke übrig? Das macht Kathi schon. Ja? Die macht das schon mit den Creepern. Die sprengt deinen Keller, meinst du? Ja. Dann deine Worte. Hä? Die hat ja jetzt erstmal an ihrem trainiert. Ich brauche eine Spitzhacke. Ich habe keine Spitzhacke. Oh mein Gott. Ich habe mit denen schon einen Plan geschmiedet, wie ich dein Haus kaputt mache. Okay. Ich auch. Feuerzeug. Muss ich eigentlich schnell zubauen hier. Oh, wann habe ich den? Komm nicht ran. Lass den Creeper in den Keller. Nee, wir lassen. Oh. Kennt ihr den Tacket-Mod? Ja. Ja. Den was? Den Tacket-Mod. Minecraft Tacket. Sollen wir da schon ein bisschen spoilern? Ja, das spoilern wir, komm. Ja? Ja. Wir haben nämlich vor, ein Tacket-Special mal zu machen. Über ein paar Parts einfach mal Tacket zu spielen und dann gucken, wie es euch gefällt. Halt doch mal die Klappe jetzt, lass mich da mal rein. Lass den Tora rein. So. Und zwar... Er sollte unbedingt was gegen seine Cholerik machen, ne? Ja, ich bin halt Mr. Cholery. Nein. Wir wollten ein Tacket-Special machen, mal über 10 Folgen. Wollten euch damit dann überraschen, wollten die dann mal hochladen und euch dann im Anschluss fragen, ob wir das Tacket-Special hauptsächlich dann machen sollen. Oder, ob wir halt wieder das übliche Minecraft weiterspielen sollen. Ja, bauen wir uns gehen nicht. Das wollten wir euch eigentlich dann fragen. Genau. Die Fragen aller Fragen. Tacket, ja, nein. Ich glaube, die Breite ist zu dünn. Und, baue ich sie mir halt selber. Ja, mal gucken, ob es euch gefällt, ob es mir gefällt. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann pff. Und die Website ist weder noch. Hä? Nein, da wird gefragt, ob natürlich Daniel, aufbauen. Sing mal. Nee, lass mal. Also weder noch. Die ist aus eigenen Fingern, ist sie. Sozusagen. Ja.
Aus erster Hand. Nein, ich werde nicht singen. Tora, sing. Sing, nein. Tora, los, sing. Tora, sing ich mal. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Den haben wir neulich mal im Let's Play. Im Let's Play hatten wir neulich mal so eine Phase, da haben wir nur gesungen. Scheiße, Mann, ich hab die Tasche voll. Ich komme vor lauter Quatsch nicht dazu, hier irgendwas zu machen. Ihr hattet doch da hinten eine Kiste, ne? Da gehe ich jetzt mal ein bisschen Crap einsortieren. Oben leuchten die. Da ist aber nicht viel Platz drin. Nee, es ist ein bisschen, ich weiß nicht. Drei Dinger kannst du da noch reintun. Passt. Auch irgendwie ein bisschen Platz. Das hier ist so ein schnuckliges altes Bauernhaus, schön klein gehalten. Boah, warum habe ich gerade so einen Framerate-Einbruch gehabt, ey? Was ist das denn? Auf 4 FPS? Bull. Nee, wir haben den Live-Chat bei der Live-Map haben wir extra deaktiviert, weil uns dann nämlich Leute so mitten in den Aufnahmen uns immer alles unten reinführen. Richtig. Das ist nicht gut. Ja, ich baue ja jetzt eine eigene Kiste. Ich wollte erst eine eigene Kiste bauen, aber dann habe ich mir gedacht, da hinten steht ja eine. Für Tacket reichen keine 10 Folgen. Ja, ach was. Ja, nein, was ist denn Tacket? Ich habe das nur den Namen mal gehört. Das ist ein eigenständiger Client quasi, der durch und durch gemoddet ist. Und da sind so lustige Sachen drin wie Pumpen, Motoren, Computer, Pipes, Turtles. Also jetzt nicht die und was ist der Sinn? Sondern Sinn des Spiels? Es ist so industrial. Da gibt's auch Öl in dem Spiel. Du kannst also Öl, Firmen... Damit du Benzin herstellen kannst und so weiter und so. Was, Daniel baut? Halte ich für ein Gerücht. Ich auch. Mir gehen langsam die Werkzeuge aus. Und mein Inventar wird voll. Ja, ich hab auch gedacht, dass wir mir dann Tacket das 10-Folgen-Special machen, dass wir das in Native machen. Also war schon so geplant. Ja, eben. Weil gibt ja so viel, was man da machen kann. Und Daniel muss sich sowieso erstmal schlau machen, weil der keinen Plan davon hat. Ja, wie immer. Also alles, was Mike anschleppt, davon habe ich keine Ahnung. Ist die Frage, ob wir Tacket spielen oder Industrial. Also Industrial Craft, weil das ist ja nochmal auf Tacket einen draufgesetzt. Niklas, ich habe die Taschen voll, aber ich kann dir mal ein bisschen Crap geben. Ja, gib mir einfach alles, was kacke ist. So. Also, mein kleines Häuschen und ich lasse das Bäumchen sogar hier stehen, das ist nämlich toll. Hast du noch dunkles Holz oder kannst du noch beschaffen, Niklas? Soll ich mich mal hier um den Brunnen kümmern? Das wäre cool. Weil irgendwie wird das ja nichts hier. Ja, weil alle hier irgendwie mit ihrer Hütte beschäftigt sind. Ne? Ich bin nur der Holer und Sammler. Muss ich nur mal gucken, jetzt will ich mich mal so ein bisschen... Achtung, Mike arbeitet. Es muss festgehalten werden. Soll ich euch mal meine Tacket-Map hochladen? Das sind so viele, man sieht ja gar nichts mehr. Wir gehen in solche Sachen immer sehr unvoreingenommen rein. Machen eigentlich mal. Ich mach jetzt mal einige Bäume weg, dass man hier wieder was sieht. Aber einige können eigentlich stehen bleiben. Ich glaube, das wird auch schöner gehen als so, oder? Ach, ich hab ne Idee. Ich hab ein Idea. Ich hab ne Ikea. Idea. Und zwar... Ikea, jawohl. Ikea, das ist ja sowieso... Ikea hat ja so... Das ist ja die Abkürzung für ich krieg einen Anfall. Das liegt dann zum Teil, glaube ich, daran, weil irgendwie immer Teile fehlen. Wenn man was kauft bei Ikea. Ist aber wirklich so, es fehlt immer irgendwas. Ja, meine Bude besteht fast aus Ikea und ich hatte alles da. Ich hatte sogar mal was doppelt. War dann zu viel. Das war auch lustig. oder kennst du dieses geile, diesen geilen Imbusschlüssel, der da immer bei ist? Ja. Der ist super scheiße. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn, den Imbusschlüssel. Mike liebt Werkzeuge. Notiz an mich. Vielleicht gibt's ja so eine Fanseite auf Facebook dafür. Es gibt eine IKEA-Facebook-Seite. Ja, aber für diese Schlüssel da. Achso, du meinst nur für den Imbusschlüssel. Oh, wie geil. Ja, das stimmt. Es gibt wirklich einen Einzelteile-Automaten. Das stimmt. Aber kostet einen Euro ein Teil. Hinter dir, Daniel. Ah, danke. So. Wie machen wir den Brunnen jetzt weiter? So. Ich setze das rein. Es ist richtig rum und dann dreht sich das. Was? Hier setzen kannst und da drauf das Wasser runterlaufen lässt.
Ja, aber noch größer ist ein bisschen... Weil das passt nicht, noch größer. Es passt nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ikea-Idioten kaufen einfach alles, das ist auch gut. Ja. Ja, vor allem, das dann geht, bin das ich aber ein Vollidiot, weil wirklich das fast meine ganze Bude aus Ikea besteht. Das stimmt ja sogar so, das ist ja wirklich so, weil es ja, wenn du nach Ikea gehst, kaufst du ja prinzipiell irgendwie alles, nur nicht das, was du kaufen wolltest. Das stimmt, aber der Laden ist auch so aufgebaut. Da entsteht aber auch so ein Kaufzwang. Okay, also Holzzaun, du meinst wahrscheinlich hier so Holzzaun, ne? Hochbauen an jeder Ecke. Die Möbel rufen dich an. So, kauf an jeder mich. Ecke und dann genau. Ein Dach drauf. Kauf meinst du, ne? Mich. Ich weiß nicht. Bin Schrott, aber kauf mich. Niklas, du könntest eigentlich permanent ein bisschen Holz für mich farmen. Soll ja, wenn du mal stehen bleiben würdest, dann. Oder soll das ein Springbrunnen? Könnte ich dir auch mal Holz geben. Springbrunnen! Ja, hab ich nämlich auch gedacht. So, einmal. Jetzt bist du schon wieder weg. Ach, egal, da. Pass auf, ich trick's jetzt mal. Sieht wahrscheinlich dann scheiße aus, aber ist brauchst egal. Du dunkles oder helles? Ich brauch jetzt. So, Moment, so. Ich muss gucken, was besser aussieht. Nee, dunkles. Hat zufälligerweise jemand Eimer und Wasser? Nee. Tora, du kannst den Brunnen auch zum Pavillon umfunktionieren. Pavillon? Schreib da einer. Holzzaun an den Seiten hoch und dann ein Dach drauf. Ja, Pavillon, wie willst du denn den Pavillon bauen? Alter, was machst du da? Ich brauch Wasser und Eimer. Mike, wir brauchen Dulo in der Aufnahme. Der kann sowas. Ich brauch Eimer und Wasser! Gibt's hier irgendwo Wasser? Ja, es gibt hier irgendwo Wasser. Ich hab auch noch. Es gut, gibt dann mach ich Wasser, jetzt Wasser, Wasser überall. Ja, pst, hör auf, nicht das Ärger kriegen mit der GEMA. Warum? Ich kann das doch. Nee, das ist ein Eigeninterpret. Es gibt nur Wasser. Das ist ein selbstgemachter Titel. So, ich geh jetzt mal Wasser holen. Ich hab jetzt. Moment, ich baue jetzt mal einfach mal erstmal was. Und dann gucken wir mal gleich nochmal mit dem Zaun. So, jetzt bräuchte ich dann wieder helles, Niklas. Aber jetzt können wir uns erstmal aufs Ohr flacken hier. Wer war denn hier so expertiös? Oh, genauso schlau jetzt. Relativ ein Dreckbrunnen. Ich geh jetzt erstmal Wasser holen. Und dann probiere ich mal was aus jetzt. Bin jetzt mal so angereist. So in meinem jugendlichen Leichtsinn. Alter, boah, wer hat sich denn genial gemacht, ey. Wer hat sich denn jetzt hier ergossen? Das ist ja falsch. So, ich hole jetzt erstmal Wasser. Zack und zack. Und dann gehe ich jetzt mal hoch. Wieder. Ach hier, übrigens, da habe ich noch nicht mitgespielt. Wo hast du noch nicht mitgespielt? Ja, da draußen hängt noch ein Schild. Daniel und NIB. So, und jetzt mache ich erstmal Folgendes. Nämlich mache ich hier Plitsche. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal mein Bettchen mit in mein Häuschen. Zack und zack. Und dann mache ich jetzt hier zack. Und wo ist der andere Eimer? Boah, ich hab so die Taschen voll. Ich werf Niklas den Crab sogar nur im Schlafen zu. Ich hab dir Crab zugeworfen. Glowstone bräuchten wir auf jeden Fall. Fußballvereine? Boah, da bist du bei mir aber an der falschen Adresse. Ich bin kein Fußballfreund. Ich liebe Fußball. Was machst du? Ich liebe Fußball. Ach du Scheiße. Verkehrte Welt. Sehr gute Einstellung. Wer das geht ist denn bei uns zu Hause wirklich so. Die Herren mögen nicht Fußball und die Frauen mögen Fußball. Ich hoffe, ich kann das hier so ein bisschen austricksen, dass das gleich das Wasser nicht so... Ja,